Ja, wichtig wäre generell, die Verantwortung wieder in die Hand zu nehmen, nicht die Gewinnmaximierung, sondern den Menschen und seine Bedürfnisse wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, dass wir unseren Planeten ein Stück besser hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Also wenn damit gemeint ist, dass die Wirtschaft für den Menschen da ist und nicht umgekehrt, dann bin ich ein entschlossener Fan der Ökonomie der Menschlichkeit. Wenn man zum Beispiel den Begriff Nachhaltigkeit wirklich die Definition hernimmt, dann basiert die nicht, wie viele denken, nur auf dem Ökologischen, sondern Ökonomie, Ökologie und Soziales. Ja, was ist für mich Ökonomie der Menschlichkeit? Das beginnt einfach beim Menschsein. Wer bin ich? Was macht mich aus mit allem, was dazu gehört? Natürlich muss Gewinn gemacht werden, aber es geht einfach immer um die Verteilung. Und also ich habe also eine Theorie aufgestellt, wo ich sage, legen wir das Hamsterrad um, dann liegt das Radl am Boden und dann sind wir in der Kreislaufwirtschaft. Also was wirklich uns Freude, Leichtigkeit und Erfolg bringt, ist das, wenn wir für die Menschen wirtschaften. Es ist jetzt nicht mehr erstrebenswert, noch schneller, noch höher, noch mehr. Es braucht dieses Gesundschrumpfen auf Art und Weise.